schon Angst. Ich hatte Angst um mein Leben, weil ich wusste, das ist nicht gut, was du da erleben wirst. Wir waren, glaube ich, 33 in einem Verwahrraum. In diesen Räumen waren 3 Doppelstockbetten übereinander. Und da gab es auch eine Hierarchie. Die ersten mussten unten schlafen, dann durfte man in der Mitte. Und die, die wirklich schon länger da waren, die waren dann oben. Um 4 Uhr aufstehen. Also da war so ein Terror-Ton. Und die Zellenalte stand als erste auf, stellte sich an den Nassraum und schrie Nummer 1. Nummer 1 musste sofort da drin gehen und sich waschen. Und während die anfing, schrie sie Nummer 2 und dann Nummer 3. Da war auch kein Deckel oder so, sondern nur das Porzellan. Dann musste man sitzen und die andere hat sich da die Zähne geputzt oder gewaschen oder so. Da wurde erstmal geguckt, putzt sie sich früh und abends die Zähne, wie wäscht sie sich, wäscht sie sich unten, wie wischt sie sich den Hintern ab. Du musst dich immer so waschen nach außen, dass alle sehen, dass du dich auch überall wäschst. Eine graue Burg, die Leute haben graue Gesichter und die haben auch noch graue Klamotten an. Das Essen war auch grau, ohne was Grünes oder Rotes oder irgendwas. Wir sahen toll aus, wie weibliche Creme mit Lippenstift. Alle blass, alle diese schwarzen Kopftücher um. Dann haben die sich mit Streichhölzern die Lippen angemalt, um ein bisschen toll auszusehen. Also ich habe ja dann erfahren, halt, als ich darin kam, du gehörst zu uns jetzt und wir sind das Kommando Planet und wir nehmen Bettwäsche. Und dann habe ich diese Muster gesehen, diese Stoffe und dachte, na, das ist ja interessant. Das habe ich ja noch nie gesehen in der DDR. China weiß von uns, wo die hingeht, aber bestimmt nicht im Osten. Im Grunde genommen hat das eine Leistungsvorgabe. Ja? Und deswegen war es auch ganz wichtig, dass du eine Nähmaschine hast, die gut schneidet. Das Messer musste gut sein, aber auch gleichzeitig gut nähen. Ne, sonst hast du keine 100% geschafft. Da war eine Tafel an der Wand. Und da wurde dann immer angeschrieben, wer besonders fleißig gewesen ist. Halt. Und da hast du mal gesehen, Platz sowieso hat jetzt schon 40 Dinger. Wir haben ganz oft in der Zelle gehockt und gewähnt, weil wir wieder wussten, wir schaffen den nächsten Tag diese Norm nicht. Ne? Herr Schmerz hat mir gesagt, was die Zeit war. Wir hatten ja keine Uhren und nichts. Das ganze Gesicht war verändert. Es war aufgelöst. Das war im Grunde kaputt. Ja, ich denke schon, dass wir wussten, dass die im Westen verkauft werden. Das war schon Klatsch und Tratsch da, ja. Da waren ganz unten in der Burg diese Fenster zu diesen Arrestzellen halt, ne? Und da hast du die Schreien gehört und Weinen gehört. Und ich will hier raus, ich will hier raus, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Der Arrest war eine Einzelzelle. Die konnten die auch zumachen, dass da nicht mal Licht reinkam. Frische Luft sowieso nicht. Du hast nichts gesehen, du musstest stehen oder auf dem Fußboden hocken. Da hattest du wieder Angst vor Mäusen. Und dann musstest du schreien, um auf Toilette zu kommen, weil die davor geschlossen waren und hatten keinen Kontakt mit anderen Leuten. Manchmal 10 Tage nicht. Wovor wir am meisten Angst hatten, da in Hohenegg, war ja diese Wasserzelle. Da bist du in diese Zelle gekommen und die haben dann Wasser eingelassen, kaltes Wasser, bis zum Hals. Die haben alle ihre Regeln nicht mehr gehabt. Und zwar von dem Tag an, wo es in Hohenegg war. Das war ganz komisch. Wir hatten ja auch wahnsinnig Haarausfall und Schlaflosigkeit. Also alles kommt alles auf einmal, dass du plötzlich nicht mehr funktionierst. Und das Normalste auch nicht. Wenn ich so einen bestimmten Geruch habe und ich kriege diesen Herbst, ich kriege genau diese Luft zu der Zeit, wie die war, als ich verhaftet wurde, das ist der Hammer. Dann geht es mir richtig dreckig.
als sie mich verhaftet haben, da habe ich ihr morgens gesagt, als diese Männer kamen, weißt du, da habe ich ihr gesagt, Fienchen, ich hole dich abends ab. Und ich werde nie ihre Augen vergessen, ne? Und ich habe sie nicht abgeholt halt, ne?